Hallo und salve. Mein Name ist Christian Schegel. Wir haben Dienstag, den 14. April und es ist 16.04 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip anfange über den MDAX. Meistens brauche ich so eine Stunde, bis der dann letztendlich drinsteht, aber die Uhrzeit sollte ich immer dazu sagen. Wir sind also noch mitten im Handel und ich finde den MDAX insgesamt ganz interessant. Der gibt ein paar Signale. Den letzten habe ich gemacht, ich glaube am 23. Da waren wir hier, 23. März, da waren wir hier, da haben wir das erste Mal die 10-Tage-Linie überboten und ich war der Meinung, wir gehen auf die 20-Tage-Linie. Das sei jetzt nur noch mal gesagt, ganz, ganz oft, wenn Werte so eine Rallye nach unten oder eine Rallye nach oben haben, ist die Korrektur meistens nur bis zur 20-Tage-Linie, bis zur Mitte der Bänder. Dann oszilliert er da ein bisschen dran, beißt sich ein bisschen die Zähne aus, dann irgendwann bricht er so. Und dann wird es meistens nochmal eine schöne Bewegung. So etwas Ähnliches haben wir ja auch gemacht. Wir haben, fangen wir mal mit den Bändern an. Wir haben hier die Bänder nachhaltig gebrochen. Ich möchte es nicht am Tiefskurs machen, aber sagen wir mal, hier war es dann schon relativ deutlich, dass das zu war. Also das obere Band, das der Bewegung entgegengesetzte, sich nach unten bewegt hat. Wir hatten eine Stabilisierung im MACD und wir hatten das erste leichte Kaufsignal über die Stochastik, aber ganz leicht. 3 Tage später sah die ganze Geschichte schon wesentlich besser aus. Und dann waren wir auch schon über der 10-Tage-Linie. So, was machen wir jetzt? Die Bänder haben sich erheblich verengt gegenüber dem, was wir hier haben. Das müssen sie auch. Das ist eine mathematische Vorgabe. Das geht gar nicht anders. Die Volatilität ist ein bisschen rausgegangen. Und wir handeln jetzt am oberen. Wir haben es geschafft, von dieser ganzen Bewegung hier das 38er Retracement zu erobern. Und wir stellen uns an, dass wir bald auf das 50er gehen. Das ist hier bei 23.550. Wir handeln am oberen Band. Das ist soweit grundsätzlich in Ordnung. Wir haben einen ziemlich steilen Aufwärtstrend hinter uns. Ich gebe nicht so viel auf diese vertikalen Trends. Ich persönlich bevorzuge die horizontalen Linien. Denn hier zum Beispiel sehen Sie, verfolgen Sie mal die Linie, die ich jetzt hier gerade eben einzeichne. Wir haben hier dieses Gap bei 22.637 vom 11.3. Wir haben es noch nicht geschlossen. Heute, also bis jetzt, bis zu dieser Uhrzeit, 16.06 Uhr, war der Hochkurs 22.589. Aber wir schicken uns an, diese Linie ist für mich wichtiger, wenn sie gebrochen wird, als diese Linie hier. Nichtsdestotrotz, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Berührungen. Das ist ein Trend, auf den viele achten. Tun Sie das auch. Ja. Heute liegt der, wenn ich ihn richtig ziehe, und das ist die Frage, du spitzt es hier Bleistift, bei 21.950 heute. Und der steigt jeden Tag, das können wir hier sehen, fast um 300 Punkte. Ja, also das ist schon, das ist ein ziemlich steiles Teil. MACD sieht gut aus. Ja, wir haben also hier, vergleichen Sie mal die letzten paar Wochen seit dem 24.02. mit dem, was wir vorher hatten. Aber es sieht ganz okay aus. Es ist nach wie vor in Ordnung. Ich habe hier kein Verkaufssignal, weder über die traditionelle noch über die moderne Sichtweise. Und die Stochastik gilt als überkauft. Klar, muss ich auch. Wir haben eine ordentliche Bewegung hinter uns. Ist ziemlich weit oben. Aber das ist keine Neuigkeit für den MDAX. Damit kann er umgehen. Er kennt sich damit aus. Er weiß, es ist. Es kann über Wochen noch weitergehen. Ich habe hier kein Verkaufssignal. Verkaufssignal, ich sage es immer wieder, sind das, wenn das hier unter die 80 geht. Hier, hier. Hier, alles, was der hier oben drüber macht, ist, beachte ich nicht. Tja, also meine Meinung ist, ich habe keine Position im MDAX, also nicht im Index selbst. Wenn ich keine habe, ich tue mich schwer, jetzt noch zu kaufen, aber das ist die richtige Entscheidung. Der sollte wenigstens das 50er Retracement sehen bei 23.550. Wenn er das schon morgen macht, was ich allerdings nicht glaube, weil das sind dann schon mal fast, ne, es sind 1200 Punkte. Wenn er das macht, nochmal richtig Gas gibt, dann ist das hier gar kein Problem. Ich vermute, dass er hier für 2, 3, 4 Tage braucht, um dann nochmal hochzugehen. Handelstage. Vielleicht bis Freitag, wenn er Glück hat. Dass er das nochmal schafft, ausschöpft, dann nochmal Schwung holt und erst im zweiten Anlauf dann hier das 61er nimmt. Also direkt in einem Hoch, das glaube ich nicht. Es ist relativ schwierig, hier Scheine zu finden im Sinne von, wo soll ich die anlegen? Deswegen gehe ich mal mit euch auf die 4 Stunden. Da sieht man das vielleicht besser. Und also eigentlich müsste ich hier unten anfangen. Aber da bin ich ja bei 19.000, also rund bei 20.000. Das ist mir viel zu weit weg, das kann ich nicht machen. Weil mein Problem ist ja, wenn wir morgen aufgrund von irgendeiner Hiobsbotschaft fett aufmachen, dann verliert der Call, den ich in dem Moment habe, komplett seinen inneren Wert.
Und das wären jetzt über 2000 Punkte. Das kann ich nicht machen. Also mache ich lieber die Position kleiner und ich möchte ihn eigentlich hier drunter setzen. Da. Unter die 27.739. Das passt hier, da drüben, da und hier. Also das ist ein ganz gutes Niveau und es liegt auch unter dem 20er-Kleid im Durchschnitt. Also unter 21.739, das wäre für mich ganz interessant. Und ich gehe sogar noch ein bisschen weiter weg. Ich habe den hier gefunden von Goldman, das ist eine 21.507er. Ein Open End mit der Kennnummer GC2D3K. Also ich denke, man kann das noch probieren. Ich werde versuchen, weil ich das schon für ziemlich ausgereizt halte, ich werde mich versuchen zurückzuhalten. Ich glaube, es gibt bessere Dinge, aber heute ist, wie gesagt, MDAX-Tag, muss ich jetzt da drauf schauen. Ich möchte da noch nicht jetzt nichts mehr machen, aber das ist der Schein meiner Wahl, der liegt also hier drunter. Der liegt genau genommen hier, ups, da, wo jetzt das Fadenkreuz ist. Gehen wir mal auf Chart. Ein Put müsste ich legen in die Nähe des 61,8er Retracements, also so in Richtung 24.931. Und da finde ich den hier, der ist in der Nähe dessen, 24.911, hat im Moment einen 9er Hebel. Das ist von Goldman Sachs ein Open End Chart mit der Kennnummer CH0SMV. Den würde ich allerdings noch nicht zeichnen wollen, also noch nicht reinnehmen. Ich möchte jetzt warten, wie verhält sich der Index hier am 50er, so um die 23.550. Ja. Das möchte ich gern sehen. Da möchte ich schauen, da muss ich jetzt zurück auf den Tag gehen, da möchte ich schauen, wie verhält sich die Stochastik. Also das ist zu früh. Ich glaube, der hat noch ein bisschen Drehzahl, der geht noch irgendwo Richtung höher, kann ich also noch mit warten. Ich glaube, da wird aus einem 9er Hebel ganz schnell auch mal so ein 15er, 16er, 17er. Dann ist es interessanter. Also noch nicht einfach noch mal ein bisschen nach oben laufen lassen, der hat noch Schwung. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und bleibt gesund. Bye bye, ciao.